So, hallo YouTube. Ich habe versprochen, ich zeige die Änderungen, die ich gemacht habe. Also als erstes muss ich die ganzen Imbusschrauben gegen flache Schrauben, dass die Bremse hier sauber vorbeiläuft, weil die streift sonst hier. Was ich machen muss, ist diese Anzahl Unterlagscheiben müssen da drunter plus die, wo schon drunter ist. Das ist ein ganzer Haufen. Dann kommt die Scheibe drauf. So, was habe ich gemacht? Und zwar habe ich einfach mal einen Tag Pause gemacht, habe den Kopf frei gemacht und habe mir überlegt, was ich machen kann. Ich habe ja diese Halter mir geholt, wo ich mittlerweile dann auch im Internet festgestellt habe, dass das hier für ein ganz anderes Bremsensystem ist. Ja, also es kann schon mal gar nicht passen zu den Löchern, die ich habe. Aber selbst wenn das passen würde, also ich habe ja auch den passenden Bügel, das ist der hier für die Bremsen, der passt mit den bestehenden Löchern nicht mehr. So, ich bin einfach hergegangen, habe das ganze Ding so montiert, habe das Rad eingebaut, habe es draufgesteckt. Das Ergebnis zeige ich euch jetzt an meinem Wagen, also es wackelt jetzt wieder fleißig, wie ihr es von mir gewöhnt seid. Ich muss halt unter den Wagen krabbeln. So, wenn man hier hinguckt, da ist das alte Loch, wo die Backe eigentlich fest war. Ich bin hergegangen, habe es angepasst, habe es sozusagen montiert, draufgesteckt und habe mir einfach diese zwei Löcher neu angezeichnet und habe sie passend gebohrt. So simpel wie es ist, ne? Aber auf die Idee muss ich halt auch erstmal kommen, dass der einfach das Ding zusammenschraubst und neue Löcher bohrst. Weil ich war halt so fixiert auf das Standardmaß von den Haltern, ja, und das hat einfach nicht mehr gepasst. Und deswegen habe ich jetzt die Löcher neu gebohrt. Und wie ihr sehen könnt, es funktioniert. Jetzt muss ich noch hier, bin ich noch am gucken, wie ich das Kabel verlege, weil hier werde ich noch kappen und werde noch einen Stecker reinmachen, dass wenn ich das Rad ausbauen muss, dann nicht jedes Mal das ganze Kabel rausziehen kann. Und was ich festgestellt habe, also die verlängerte Kabel, so lange brauche ich es gar nicht, also da bleibt gut 1,5 Meter übrig, was mir auch recht ist, dann wird das Kabel gleich gekürzt. Dann kann ich es nämlich hier abschneiden, kürzen und wieder hier mit dem Stecker zusammenbauen. So, jetzt muss ich nur noch die andere Seite machen. Da bin ich gerade dabei.